Jo Leute, hier nochmal kurz der Spoonie vorweg. Ich muss euch noch was sagen, der ganze Part ist leider ein bisschen übersteuert. Das liegt daran, dass ich die Aufnahmelautstärke ein bisschen zu hoch eingedreht habe. Und deswegen tut's mir wirklich leid, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich kann euch versichern, dass mir es im nächsten Part nicht mehr passieren wird. Bis dahin, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Einfach so talentiert, ich kann Klavier spielen, oh, ich kann... Oh, willkommen zurück zum Let's Play Bioshock Infinite. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, denn jetzt geht's mal richtig zur Sache, würde ich sagen. Denn da sind ein paar Krähen vor uns. Wow. Teuflisches Zeug, das. Okay, netter Renderprozess. Komischerweise nehme ich das Ganze jetzt irgendwie nochmal... Wie auch immer, ist ja nicht so schlimm. Ich habe einfach mal Start gedrückt und dann mal geguckt, wo ich jetzt reingekommen bin. Das können wir überspringen, das können wir. Wer es nicht kennt, bitte Part 5 angucken, dann kennt ihr es. So. Ich würde mal sagen, unsere Kampfkünste sind auch ein bisschen besser geworden. Ich kann jetzt schon etwas besser ziehen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ups, einen neuen Hut, das konnte ich so schnell noch lesen. Den Rest, den habe ich leider übersprungen. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein... Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Okay. Dann sind wir schon mal an der Stelle, wo wir aufgehört hatten in der Karte. Schauen wir mal. Ein Medikit. So Leute, was ich euch noch erzählen muss, ich habe vor, mir ein besseres Headset noch zu kaufen, beziehungsweise ein Standmikrofon. Das wird so eine Art Kondensatormikrofon sein, falls sich einige damit auskennen. Es soll zur Hälfte Kondensator sein, zur anderen Hälfte eben nicht. Was ich auch nicht ganz verstehe, aber okay. Es liegt im mittleren Preisbereich eines Mikrofons, also denke ich mal, dass mir das genügt fürs Erste. Und sollte ich dann noch besseres Material haben wollen, dann werde ich mir natürlich auch ein besseres Mikrofon leisten. Okay, ich glaube, wir haben volles Leben, ja, haben wir. Und ich habe vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen. Aber okay. Nein! Wir haben nicht genug Salz, okay. Aber hier haben wir doch was. Rapid Fire Finger. Der bringt es halt mal richtig. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt. Ich versuche so immer ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten zu verbessern. Je nachdem, wie ihr mir Feedback gebt. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon verbessert, hoffentlich. Ich hoffe, dass dieser Luftzug, den ich sonst immer beim Mikrofon habe, jetzt ein bisschen weniger sein wird. Ich habe das Mikrofon ein bisschen weiter weg von meinem Mund genommen. Und ja, gib mir einfach mal ein Feedback wieder. Das kommt immer gut bei mir an. Kann auch sehr kritisch sein, das ist ganz okay dann. Ich nehme es euch nicht übel. Eher im Gegenteil, ich finde das schön, dass ihr euch dann, dass ihr versucht mir zu helfen. Und mir zu helfen, euch die Let's Plays, sag ich mal, anschaulicher zu machen. Okay. Sag mal so, Bioshock Infinite wird so das Anfangsspiel sein, was ich jetzt mal so, sage ich mal, als Training spielen werde, um mich ein bisschen im Let's Play zu verbessern. Allein das schon, das Kommentieren, das erfordert schon eine Menge an Können, würde ich mal so sagen. Das ist nicht so einfach, wie manche denken, dass man auch sag jetzt hier, ich möchte gerne Let's Plays anfangen, machen wir es doch mal, so wie der gute Kevin hier das gemacht hat. Da denke ich mal, da kriegt man schon mal so einen leichten Schock nach dem ersten Let's Play. Oh,
Was ist denn das für ein langweiliger Typ? Was macht der denn da? Kann der denn nicht richtig reden? Ist dem langweilig? Was ist mit dem los? Hat er irgendwie Koks genommen? Warum ist er so gechillt? Ja, das muss man erstmal rausbekommen, dass man während des Spielens auch ein bisschen kommentieren sollte, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Und das versuche ich jetzt auch zu machen, wie ihr es schon leicht mitbekommen haben könntet. Und dann checken wir doch gleich mal die Automaten hier. Was haben wir denn hier? Krähenfalle, Hilfe. Verleiht... Oh, da müssen wir, glaube ich, hier hochklicken. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähen fallen werden. Okay. Das ist ja, glaube ich, ziemlich heftig, aber 1400, so viel haben wir nicht mal im Annähernden. Also wir haben nur 107. Ich frage mich, wie man sowas erreichen soll. Vielleicht sammle ich zu wenig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kaufen wir uns schon mal ein bisschen Munition hier für unser Maschinengewehr. Ach, für 8 Dollar. Volle Munition. Ist das doch ziemlich billig, würde ich sagen. Oh ja, ich sehe schon, wir können hier gleich mit den Achterbahndingern fahren. Darauf freue ich mich natürlich ziemlich. Sie haben keinen Zutritt zu Mortimer Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. So, bevor wir uns gleich ins Abenteuer stürzen, würde ich sagen, dass wir hier die kleinen Kisten nochmal ein bisschen checken. Und alles, was hier so auf dem Boden liegt. Geht nach Monument Island. Mal probieren. Oh ja, Leute. Oh ja, das wird, glaube ich, heftig. Ich hoffe, die Framerate hält's aus. Wir werden zu sehen. Oh. Wow. Nett. Ach, wir können hier während des Fliegens. Und auf dich drauf. Coole Sache, Leute. Das ist ja schon mal echt heftig, was sie sich hier ausgedacht haben. Oh. Ich glaube, so viel Bier trinken war jetzt doch nicht so gut. Was haben wir denn jetzt hier bekommen? Schildinfusion, Salzinfusion, Gesundheitsinfusion. Ich glaube, das ist eine Verbesserung. Okay. Ich glaube, ich hätte nicht das ganze Bier dort nehmen sollen. Naja. Umwelt am Steuer. Ist doch nicht schlimm. Oh, was ist hier los? Oh, es geht noch um. Cool. Und durch die Wand durch. Cool. Ich glaube, Salz sind gar nicht so notwendig, wenn man das ein bisschen upgradet, weil... Man findet eigentlich ziemlich oft solche Salztränke, würde ich sagen. Und von daher ist es, naja, weiß nicht, da war es schon mal ein Schalter, den können wir gleich aktivieren gehen. Aber ich schaue vorher erstmal noch hier in die Ecken, rum, und dann, ja. Einmal Gesundheit. Leider nicht notwendig, denn wir sind schon vollständig geheilt. Okay. Oh. Wo will der denn jetzt hin? Ab und hinterher. Oh, wir können sogar auf das dort hoch überspringen. Das ist ja schon mal cool. Aber wir sollten dem erstmal folgen. Oh. Gut, dass ich den noch erwischt habe. Oh. Ich strich ja keine Türen ein. Weißt du, was dein Gesindel hier? Ah, und das ist so eine Falle. Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Okay. Wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Okay, wir können schön weiterreden. Ausgerechnet heute. Da ist ja nichts passiert. Ist ja nichts passiert. Nehmen wir alle hoch, die gut über die Fox reden. Oh ja, time for Rambo. Rambo Mode aktiviert. Komm her. Und da geht App down. Okay. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Oh. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen um die Ecke gehen. Dann kommen wir, glaube ich, ran. Was haben wir hier noch? Eis. Ja, ich glaube, ich hole mir auch gleich ein Eis. Oh je. Man möchte mich umlegen. Wir da hoch? Ja.
Auf Abschub anvisieren. Y, okay. Okay. Verlassen. Sind wir jetzt auf der Skyline, wo wir eigentlich hin sollen? Ich glaube, oder? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. Oh. Oh je, was erwartet uns dort? Oh nein, wie ändere ich das? Und? Wenn du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Vater Washington, erhöre mich. Okay. Ihr könnt gleich mal meine Waffe erhören, würde ich sagen. Das nenne ich doch mal ein Massaker. Ja, schönes Massaker haben wir gemacht. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bleibt schon fresh, twittert mir was. Wie gesagt, ich warte immer noch verzweifelt auf ein paar Tweets von euch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein.